Christian Schmeier, Paartherapeut, Beziehungscoach, Psychologe, und dies ist mein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Und ja, ihr wolltet es, ihr habt es, es gibt wieder meine berühmte 28% bei 28 Grad Aktion, wenige Tage von Donnerstag bis Sonntag gibt es 28% auf alle meine Kurse mit dem Code AUGUST28, packe ich auch nochmal drunter, einfach in der Kaufabwicklung eingeben und los geht's. Und heute haben wir das gute Laune-Thema. Mein Ex möchte mit seiner Ex plötzlich in Urlaub fahren. Sowas habe ich auch mal erlebt. Mich hat das auch völlig aus den Socken gehauen. Hallo lieber Christian, danke für deine hilfreiche Arbeit. Ich bräuchte mal deine Einschätzung, weil ich den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe. Vielleicht mag das Universum mich ja auch nicht halt eine Antwort. Vor 2 Monaten habe ich einen Mann kennengelernt, obwohl er schon seit mehreren Jahren geschieden ist. Habe ich das Gefühl, dass er noch an seiner Ex hängt. Er erzählt, dass sie vermehrt Zeit miteinander verbringen, wenn beide parallel gerade keine anderweitigen Partner am Start haben. Cool fand ich das nicht, aber schließlich kann jeder machen, was er will, weil er ist ja Single, nicht wahr? Doch jetzt kommt's. Also erstmal, natürlich kann jeder machen, was er will, und natürlich ist das auch jetzt nicht ungewöhnlich, wenn Leute lange zusammen waren, finden keine neuen Partner. Kann schon alles vorkommen, aber das heißt auch, dass es für mich heißt das nicht getrennt, sage ich ganz klar, weil es gibt unterschiedliche Trennungen und jede vollständige Trennung hat sicherlich auch mal eine Zeit, wo man sich gar nicht sieht. Das scheint ja nicht der Fall zu sein. Und ich sage ja, es gibt ja verschiedene Trennungen. Es gibt die ausgesprochene Trennung, es gibt die sexuelle Trennung, es gibt die Trennung, ich habe einen neuen Partner und so weiter. Und hier scheinen nicht alle Trennungen stattgefunden zu haben. Das heißt, du bist, herzlichen Glückwunsch, offiziell in einem Dreieck. Viel Freude damit, die du aber wahrscheinlich nicht haben wirst. So, Hund macht wieder Geräusche. Alles frisch, Juli. Doch jetzt kommt, schon vor 2 Monaten hat er erzählt, hast du nicht gerade geschrieben, dass ihr erst heute zusammen seid? Ja. Dass er seinen Sommerurlaub mit seinem fast erwachsenen Kind einige Wochen im Ausland verbringen würde. Von einer Frau war aber keine Rede. 5 Minuten vor seinem Urlaubsantritt teilte er mir aber mit, dass übrigens auch seine Ex mitkommen würde. Ich habe sowas auch mal erlebt, also ganz kurz nach Beziehungsstart, und musste mir dann auch anhören, ja, ist ja schon vorher geplant gewesen, und dann hört man nichts für den Verlauf, stehen einem die Haare zu Berge, und warum passiert sowas überhaupt? Und das war auch echt eine ganz schwierige, war auch einer dieser wirklich höchst problematischen Beziehungen, die ich in meinem Leben geführt habe. Und ich fand das ganz schlimm, und ich finde es auch hier ganz schlimm. Weil du weißt doch gar nicht, vielleicht sind die gar nicht getrennt. Und so eine Sache in einer beginnenden Beziehung zu machen, ist vorbei. Vorbei. Also ich habe früher auch immer, muss man sowas verstehen? Und ich meine, also in meinem Fall ging es auch nur um ein paar Tage. Hier geht es ja um, ist eigentlich genauso schlimm gewesen. Ganz schlimm, und dann wird er wiederkommen und wird so tun, als wenn nichts gewesen wäre. So, und du wirst in der Zeit nicht viel von ihm hören, ne? Außer irgendwie sulzige WhatsApp und so. Und es ist einfach fucking disgusting. Ist raus. Raus, der Typ. Mehr kann man dazu nicht sagen. Ende Gelände. Ja, das ist auch so nonchalant, einem da hinzuschmeißen. Schließlich habe ich schon mit ihr vereinbart, noch bevor wir uns kannten. Ja, das mag ja alles sein. Wie gesagt, deswegen sage ich auch mal Standards und Dealbreaker in meinem Modul 1 übrigens, wo es auch 28% drauf gibt, dass du für dich definierst, was für dich akzeptabel ist und was nicht. Und da würde ich sagen, ist für mich fucking inakzeptabel. Ja, also, und das war's. Ja, dann, wenn du das meinst, ist es für dich alles okay, fertig. Ich meine, als ich mit meiner jetzigen Partnerin zusammengekommen bin, war ich auch gerade für so einen Tantra-Workshop angemeldet. Ja, da fahre ich doch da nicht mehr hin, wenn ich eine neue Freundin habe. Ich meine, soll die da jetzt sich Gedanken machen, was ich auf dem Tantra-Workshop mache? Also, ja, habe ich abgesagt und die Stornokosten getragen und fertig. Entweder Hü oder Hot, das kann man doch niemandem zumuten. Auch dieses Empathielose triggert mich total irgendwie, ne?
Seitdem kann ich nicht mehr gut essen, schlafen und fühle mich als Teil eines Dreiecks. Ja, sage ich ja immer. Großes Warnzeichen für toxische Beziehungssituationen, nicht mehr essen, nicht mehr schlafen, nicht mehr arbeiten können. Was heißt das wohl? Kleines Rätsel. Ich fühle mich als Teil eines Dreiecks. Du fühlst dich nicht so, du bist Teil des Dreiecks. Ich hätte mindestens erwartet, dass er in Ruhe Zeit mal mit drüber spricht und mich einfach vor veränderte Tatsachen stellt. Nee, du hättest auch erwarten können, dass er das nicht macht. So, und er macht es. Ich meine, ich wundere mich überhaupt nicht mehr über die Welt, weil jeden Tag passiert so ein Scheiß. 100 Mal um einem rum. Und man sollte einfach, ja, wir hatten so eine ganz komische Sache, dass wir in so eine, in Florenz, in so eine, wir wollten gerade unsere Tickets entwerten. Und da war so eine Chaos-Situation, weil wir nicht wussten, ob wir am richtigen Bus sind. Und in genau in dem Moment, wo wir schon zwei entwertet hatten und zwei noch entwerten wollten, werden wir kontrolliert irgendwie so, ne? Und da denkst du auch, was soll der Scheiß, ne? Und die haben uns echt ernsthaft dann fette Strafe aufgebrummt. Irgendwie wurde die Situation so völlig klar, weil es passiert, jeden Tag passiert irgendein Dreck irgendjemandem, ne? Und was soll man dann auch zu sagen? Willst du mit den Leuten schimpfen, dich anlegen? Also, ich meine, die Welt ist absurd. In vielen Aspekten, ne? Und da kann man nur sagen, ja, wenn das für dich normal ist. Ich sage dann, in Gedanken sage ich dann immer, 1 und 1 ist 5. Kein Problem, aber ja. 1 und 1 ist 5 und tschüss, mach du mal weiter und fertig. Man darf sich von sowas nicht aus der Ruhe bringen lassen, wenn jemand so tut, als wäre das normal. Es ist nicht normal, ne? Also normal ist jetzt flapsig gemeint. Ihr wisst schon, wie ich es meine. Ne? Natürlich, leider ist es in unserer Welt normal, sowas. Aber nicht alle sind so, wirklich nicht. Ne? Hat sich nicht mal bemüht zu erklären, wie sie schlafen werden. Ja, ich kann dir sagen, wie die schlafen werden in einem Bett. Wahrscheinlich auch miteinander. Das ist einfach so. Kannst dir nicht ersparen. Ich weiß es natürlich nicht, aber also aus der Vielzahl von Geschichten, die ich höre, kriegt man ja so ein Gefühl. Und also ich gehe zu 98,9% davon aus, dass da natürlich noch was läuft und dass sie natürlich nicht in zwei Zimmern schlafen. Ja. So, mein Vertrauen ist in einer Sekunde auf die andere gestorben. Absolut korrekt. Zu seiner Ehrenrettung. Was für eine Ehrenrettung kommt jetzt? Muss ich anfügen, dass er ein paar Tage Herbsturlaub mit mir geplant hat? Oh, Leute, lasst euch doch nicht so abspeisen. Wie gesagt, wer weiß, wie viele Leute der jongliert, ne? Und ja, vielleicht hat er viel Zeit oder ist Privatier und ja, und wer weiß, was er seiner Ex-Frau dann erzählt, wo er dann ist, auf Geschäftsreise. Also natürlich bist du im Dreieck, ne? Außerdem kann es auch Future-Faking sein, kann sein, dass es nie passiert, ne? Nagel die mal drauf. Nee, sollst du nicht, sollst das beenden, würde ich vorschlagen, was seine Sache. Ansonsten würde ich sagen, nagel die nochmal drauf fest, dann wirst du merken, es wird schwierig. Und du musst damit rechnen, dass das 2 Tage vorher absagt. Selbst wenn du was planst mit ihm. Dennoch kann ich mich gerade nicht drüber freuen. Ach. Meine Frage lautet: Bin ich zu streng? Nein. Mich zu misstrauisch? Nein. Soll ich ihm zugutehalten, dass er mir das überhaupt mitgeteilt hat? Nein. Ein bisschen würde ich gerade alles beenden. Super Idee. Traue meiner Bindungsangst aber nicht mehr. Wie gesagt, nichts mit Bindungsangst zu tun. Gar nichts. Er meldet sich auch übrigens aus dem Urlaub mit dem einen oder anderen Bild pro Tag. Ja, sowieso, wenn er doch mit dir in einer Beziehung ist und die getrennt sind, wieso FaceTime, macht er keinen FaceTime mit dir stundenlang? Warum schickt er nur ein Foto, was er so heimlich am Strand mal eben schicken kann? Während seine Ex-Frau bei ihm auf dem Schoß sitzt. Denk mal drüber nach. Allerdings habe ich gar keine Kraft und Motivation, ihm zu antworten. Nö, würde ich auch nicht machen. Würde das einfach beenden und ihm das mitteilen und fertig. Weshalb der Kontakt seit einigen Tagen recht einseitig ist. Danke für deine Hilfe. Grüße aus der äußeren Mongolei. Ja, ich denke, ich glaube, wird auch in den Kommentaren, werdet ihr wahrscheinlich nichts anderes sagen. Schreibt gerne rein. Macht die fucking Kurse, nutzt den Kurs. Ich mache wirklich äußerst selten, falls ihr neu seid, so Code-Aktionen. Vor allen Dingen so, diese gibt es nur einmal im Jahr, wenn überhaupt. Also gilt auch für Bundles, die sowieso schon reduziert sind. Besser kann es nicht werden, Leute. Und das alles auch gerne in der neuen, wir haben eine Liebeship-App, wo ihr die Kurse machen könnt. Haut rein, ciao, ihr Lieben.
Ja.